Johnny, trödel nicht so. Na los. Bin direkt hinter dir, Pa. Ich gehe vor. Du kommst nach und passt gut auf. Ja, Sir. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Desperados 3. Ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich lange, lange gefreut habe, aber mich persönlich nicht entscheiden konnte, weil ungefähr zur gleichen Zeit ein, wie ich finde, mindestens genauso gutes Spiel rauskommt, nämlich The Last of Us Teil 2. Und ihr habt bei Twitter abgestimmt und ihr habt für Desperados 3 gestimmt, was mich persönlich tatsächlich vielleicht ein wenig gewundert hat, weil The Last of Us Teil 2 ja sehr gehypt wurde, aber wir spielen dieses Spiel gemeinsam und ich muss sagen, ich finde es echt toll. Ich habe es schon mal ein bisschen angespielt, das macht unheimlich viel Spaß, diese Basteleien und dieses Taktikgefühl da drin und trotzdem Echtzeit, das ist schon echt cool. Wir starten hier mit der Tutorial-Mission und wie üblich im ersten Video einer neuen Reihe gucken wir uns das alles erstmal an, das Tutorial, und bevor wir starten, grundsätzlich mit F5 könnt ihr speichern und mit F8 könnt ihr laden, wenn ihr das Spiel habt. Und das solltet ihr auch tatsächlich so oft es geht tun. Dieses Spiel wird euch in regelmäßigen Abständen jede Minute daran erinnern, dass ihr es tun sollt. Und wirklich, wirklich, wirklich macht das. Das ist tatsächlich, wie ich finde, ganz wichtig. Aber das werdet ihr im Spielverlauf an sich noch sehen. Ansonsten ist das relativ einfach gehalten. Wen ihr spielt, seht ihr hier an der linken Seite. Ihr habt dann, wenn ihr mehrere Charaktere spielt, hier diese Charaktere, die ihr dann auswählen könnt. 1, 2, 3 oder Mausklick. Übrigens, kleiner Hinweis, ich werde hier versuchen, soweit es geht, alles mit der Maus zu machen. Eine Sache kann ich nicht machen, das werdet ihr aber noch sehen. Und ansonsten werde ich wirklich gesagt versuchen, alles soweit es geht mit der Maus zu machen, obwohl zwei Sachen, glaube ich, gehen sogar nicht. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich denke, das ist auch für euch angenehmer, dass ihr nachvollziehen könnt, was ich mache und nicht andauernd auf der Tastatur rumhämmere. So, hier an der rechten Seite seht ihr quasi ein paar Kartenmodi. Ihr könnt einmal mit H Dinge hervorheben. Grün sind in dem Fall gute Dinge. Diese weiß markierten Teile sind in dem Fall hier Büsche, wo wir uns verstecken können. Wie gesagt, Desperados 3 ist ein Echtzeit-Taktikspiel. B wäre jetzt ein bisschen den Lokvater einholen, sehen wir hier. Ein paar Hinweise und so weiter und so fort. Dann können wir hier die Karte erweitern. Finde ich manchmal ganz praktisch. Das gucken wir uns jetzt mal nicht an. Da gehen wir ja im weiteren Spielverlauf dann drauf ein. Und das habe ich den falschen Knopf gedrückt. Entschuldigt bitte. Kamera zurücksetzen, wenn ihr irgendwas verstellt habt. Und ansonsten ganz klassisch drehen und ranzoomen und rauszoomen. Ich spiele tatsächlich lieber gerne mit der etwas weiter rausgezoomten Version, werde aber versuchen, für euch ans Spielgeschehen möglichst etwas heranzugehen. So, mit der linken Maustaste könnt ihr hier entsprechend die Person hin und her bewegen und ihr Befehle geben, wo sie hin soll. Kamera bewegen, Mausbutton funktioniert auch, also mittlere Maustaste, damit könnt ihr das Ganze hier bewegen. So, und wenn wir jetzt hier auf das Hervorgeben Werkzeug gehen, sehen wir, die Person ist rot und da sollten wir uns fernhalten. Dann gehen wir erstmal auf unseren Vater, der ist hier. Und unseren Vater sollen wir einholen und das sollten wir auch jetzt erstmal versuchen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal etwas hervor und gucken mal, dass wir zu unserem Vater kommen. Schleichen ist die Leertaste, das sehen wir auch hier unten. Könnt ihr natürlich auch hier drauf gehen. Und dann gehen wir mal dahin. Klar, gehen wir.
Und wenn ein Feind dich sieht, wird sein Sichtkegel gelb eingefärbt. Und erreicht dich das Gelb, so bemerkt der Feind dich. Das ist also ganz wichtig. Das heißt, ihr könnt im Prinzip auch in diesem Sichtkegel, wenn ihr schnell genug seid, durchmarschieren. Ihr müsst halt nur sicher sein, dass ihr schnell genug seid. Mit der rechten Maustaste könnt ihr eine Wache, das ist ganz wichtig, auswählen, bei dessen Sichtkegel ihr oder dessen Sichtkegel ihr seht. So. Zack. Und jetzt sehen wir den Sichtkegel eben dieser Person und da müssen wir jetzt irgendwie vorbeikommen. Wir haben keine Waffen, das heißt, wir können diese Person nicht unschädlich machen, um hier zu unserem Vater zu kommen. So, dann gucken wir mal weiter. Die Person geht also in regelmäßigen Abständen hier hin. Dann könnten wir uns jetzt überlegen, dass wir uns jetzt hier hochschleichen. Und ich würde sagen, das sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Ja, na, wenn du ein bisschen trinken willst, dann hol dir doch mal eine Buddel rum oder Whisky in dem Fall hier aus dem Haus. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt hier runterspringen und die Tür öffnen. Sehr schön. So, nächstes, Schnellspeichern. Das ist das, was ich euch schon gesagt habe. F5 und F8 ist Schnellspeichern bzw. Laden. Und wie es hier auch schon steht, das ist ein beabsichtigter Teil des Spiels. Das heißt, wenn ihr irgendetwas falsch gemacht habt, dann könnt ihr jetzt einfach mit F8 das Ganze laden. Und jetzt bleibt bei mir, da vorne ist noch ein. Und ihr werdet einfach genau da wieder losgehen, wo ihr gestartet seid. Solltet ihr, bevor ihr irgendwelche Aktionen macht, grundsätzlich benutzen. Denn ich persönlich finde es doch ziemlich cool bei diesem Spiel, dass ihr eben diese Schnellspeichern-Möglichkeit benutzt. Klar. Und dann eben ausprobieren könnt, was ihr auch definitiv machen müsst. So, dann gucken wir uns das hier auch nochmal an. Und wir können eine Münze werfen, unser Cooper, um Leute abzulenken. Auch sehr cool. Und das werden wir jetzt mal machen. Das ist hier unten, diese Münze. Und dieser Radius, den ihr hier seht, ja, und dieser Radius, den ihr hier seht, ist der Radius, in dem ihr diese Fähigkeit benutzen könnt. Und der blaue Radius um die Münze ist im Prinzip der Radius, wo die Person diese Münze hört. So, wir können ja mal gucken hier, die Wache ablenken. Wenn wir ihn hierhin werfen lassen, wir können ja mal seinen Sichtkegel anzeigen, wäre das wahrscheinlich doof, wenn er aufsteht und ihn dann ausschalten will. Deswegen würde ich sagen, ja, wir haben nicht gespeichert, ich weiß. Werfen wir die Münze mal nach hier. Braucht der Wechselgeld. Was ist das für ein Lärm? Zack. Und da hat es ihn erledigt. Sehr schön. Schnell wieder speichern. Und er bringt die Person jetzt hier hinten ins Gras. Und das müsste eigentlich hier nochmal irgendwo stehen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir gucken mal hier rein. Das hat alles gepasst. Wir speichern nochmal. Und dann gehen wir mal dahin und schnappen uns den mal. So, der Showdown-Modus pausiert das Spiel, damit du eine Aktion pro Charakter planen kannst. Du kannst Aktionen sofort ausführen oder sie dir für später aufheben. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Showdown-Modus umschalten, das könnt ihr zum einen hier unten machen. Wir gehen uns erstmal die Ziele angucken. Ja, wir sollen dieses Pferd hier ärgern. Und dann gehen wir jetzt in den Showdown-Modus. Und ganz wichtig ist, bei dem Showdown-Modus gibt es zwei Optionen. Wenn ihr in einem etwas niedrigeren Schwierigkeitsgrad als Desperados spielt, ich glaube, es war Desperados, dann wird dieses Spiel hier wirklich pausiert. Ansonsten läuft es einfach nur langsam weiter. Das ist halt ganz wichtig. In allen normalen Schwierigkeitsgraden, ich nenne sie mal normal,
wird das Spiel wirklich pausiert. Und im Desperados-Modus läuft es einfach langsam weiter. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal in der Notwendigkeit seid, hier das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, macht es gerne. Aber denkt dran, beim höchsten Schwierigkeitsgrad, Showdown-Modus, keine richtige Pause mehr. Okay, wirft die Münze zum Pferd, das machen wir mal. Und ich würde sagen, die steht hier eigentlich ziemlich gut. Wenn wir das Pferd hier treffen, dann müsste es doch nach hinten ausschlagen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für Fortsetzen oder Ausführen. Wir wollen natürlich das Ganze ausführen. Jawohl, sehr gut. Gleich speichern. Sehr schön. Das hat doch gut funktioniert, wie ich finde. Er kümmert sich direkt um die nächste Wache. Sehr schön. Man muss das Rudel nur ausdünnen. Dann wollen wir einmal schnell speichern und gucken uns mal die Ziele an. Pferd ärgern haben wir auch erledigt. Und dann gehen wir mal weiter. Also gut, Junge. Zeit für eine Herausforderung. Siehst du die Strickleiter dort oben? Du musst sie zu mir herunterwerfen. Okay, das machen wir. Wir können jetzt auch mit dem Mausrad zoomen. Und da sehen wir hier auch entsprechend die Karte. Und das Ganze ist auch gleich vorbei. Und ihr seht hier diese Möglichkeiten, wo ihr klettern könnt, meistens mit diesem ja aufsteigenden Animationseffekt sichtbar. Das heißt, ihr könnt dann hier hingehen. Zweimal klicken bedeutet übrigens, dass die Person rennt. Dann ist sie schneller. Aber Achtung, rennen kann sie nicht im Schleichenmodus. Schleichenmodus ist die Leertaste. Wenn ihr dann zweimal klickt, steht sie auf. Und wenn sie aufsteht, wird sie besser gesehen. Das ist ganz wichtig zu sehen. In diesem Sichtkegel gibt es übrigens auch zwei verschiedene Farben. Ich renne jetzt hier einfach mal hoch und erkläre euch das weiter. Und diese zwei Farben, ich weiß nicht, ob wir hier so ein People mal rumrennen haben. Nee, leider nicht. Es gibt eine gestrichelte Farbe und eine durchgehende grüne Farbe. Und die durchgehende grüne Farbe bedeutet, dass ihr auf jeden Fall gesehen werdet, egal ob ihr schleicht oder nicht. Und die gestrichelte grüne Farbe bedeutet, dass ihr im Schleichenmodus nicht gesehen werdet. Und deswegen, Achtung, wenn ihr zweimal klickt, schleicht ihr nicht mehr, wenn er rennt. Und dann werdet ihr in dem gestrichelten Bereich der Wache gesehen. So, dann wollen wir mal zwischenspeichern. Ja, ich weiß. Und dann lassen wir mal die Leiter runter. Hier müsst ihr gleichzeitig Steuerung drücken, deswegen das ist einer der Sachen, wo ich auf jeden Fall die Tastatur bemühen werde. Gut gemacht. Und dann können wir hier ja weiter. Dann gucken wir uns das auch mal an, was wir hier Schönes machen können. Während du geduckt bist mit der Leertaste, kannst du dich durch die dunklen gestreiften Bereiche des feindlichen Sichtkegels bewegen. Das hatte ich bereits erklärt. Na, das sind diese gestreiften Bereiche, die man hier sieht oder hier vorne. Und stehst du geduckt auf einem Dach, so bist du für die Wachen drunter grundsätzlich nicht zu sehen. Das heißt, auf einem Dach seid ihr grundsätzlich erstmal safe. Geduckt natürlich. Schnell speichern. Alles klar, haben wir gemacht. Klar. Und dann gehen wir mal hier hin. Du musst einen Weg finden, dich da durchzuschleichen. So. Gucken wir uns erstmal das Ziel an. Wir sollen das Dach erreichen. Auch hier gucken wir uns erstmal an, wo das ist. Hier vorne. Okay. Dann werden wir uns erstmal die drei Sichtkegel angucken von den Personen. Einmal von ihm hier. Das heißt, wir könnten hier nicht lang. Möglicherweise können wir ihn ablenken. Das können wir mal ausprobieren. Da müssten wir auch lang. Das heißt, wir können vielleicht gucken, ob wir hier rüberspringen können. Aber so oder so müssten wir sie ablenken. Und jetzt versuchen wir mal F5 speichern. Und wir testen jetzt einfach mal, ob es klappt, dass wir hier direkt durchlaufen. Und sie zweimal ablenken. Deswegen gehen wir mal nach hier. Nehmen wir unsere Münze. Nummer 1. Jetzt werden wir erstmal hier hingehen. Ich weiß nicht, wie lange die hier abgelenkt sind. Ja, das hätte wahrscheinlich jetzt nicht geklappt. Jetzt gehen wir auf ihn hier.
Und werden die Münze erneut werfen. Sehr gut. Und jetzt schnell hochklettern. Hat funktioniert. Perfekt. Dann können wir jetzt abspeichern. Perfekt. Dach ist erreicht. Ich glaube, die haben einen Schluck Whisky zu viel getrunken, die beiden. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch irgendwo hintreffen können. Okay. Siehst du den Typen hinten bei der Klippe? Lenk ihn mit der Münze ab. Dann kann ich beide erledigen. Den hier hinten. Und jetzt zeige ich euch noch eine Sache. Dazu muss ich auch die Tastatur benutzen. Und das ist die Alt-Taste. Ich hoffe, das geht schon. Mit der Alt-Taste könnt ihr die Karte drehen. Ihr seht hier so eine Art Kompassmodus. Ja, ihr seht immer im Prinzip den Originalzustand. Das wäre jener welche. Mit dem roten Kreis seht ihr, wie weit ihr von diesem Originalzustand abweicht. Und jetzt können wir sehen, wir können hier rumgehen. Und das machen wir jetzt auch. Und dann gehen wir hier mal wieder zurück. Und dann lenken wir die Person mal ab. Zack. Ja, sehr schön. Speichern. Super. So, schnell runterspringen. Dann werden wir ihn fesseln. Das machen wir mit der Steuerungstaste in dem Fall. Genau, noch einmal in den Nacken hauen, damit er nicht mehr aufwacht. Bevor wir das machen, lesen wir uns einmal das hier durch. So, Leichen, ganz wichtig, verstecken. Das steht hier im Prinzip. Ich zeige euch das mal, wie es geht. Einmal mit der Steuerungstaste aufheben. Und dann, wir können es hier runterschmeißen. Wir können ihn da im Busch verstecken, Gebüsch verstecken. In dem Fall sollen wir ihn verstecken in den Sträuchern. Das machen wir dann mal. Sicher ist sicher. Wenn ihr das nicht macht und hier Leute oder andere Wachen vorbeikommen, das wird in späteren Missionen definitiv der Fall sein, dann habt ihr ein Problem. Dann sehen die nämlich die Leiche und werden Alarm schlagen. Ganz schlechte Idee. So, dann drehen wir das Spiel mal ein bisschen und dann gehen wir mal hier runter. Beziehungsweise hier hin, da können wir ruhig mal ein bisschen schneller gehen. Sehr schön. So. Egal. Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. So, wir sollen jetzt also hier oben hingehen. Und jetzt müssen wir erstmal die Lage ein bisschen erkundschaften und uns das mal angucken, wie wir da hochkommen. Und gucken erstmal, ob einer von denen hier rüber gucken kann. Der vielleicht. Ja, der kann da hinten hingucken. Hier vorne. Bis zu dem Gebüsch. Die gucken alle woanders hin. Also nicht wirklich. Das heißt, bis zu dem Gebüsch kann, also hier in dem Bereich kann die Person gucken. Alles klar. Hier müssen wir also, da sollten wir nicht hin. Wenn dann hier vorne. Dann schauen wir noch einmal. Der guckt hier unten hin, kein Problem. Und die beiden gucken in die rechte Richtung, passt auch. Das heißt, ihn müssen wir umschleichen. Das heißt, wir lenken ihn ab, werfen hier eine Münze hin, rennen hier hoch. Und dann ist die Frage, wir müssten eigentlich dann ins Haus kommen. Also einmal speichern. Dann gehen wir hier hin. Ich weiß gar nicht, ob das von hier oben geht. Das geht. So, einmal ein Penny hinwerfen. So, und dann schnell hier ins Haus rein.
ist tatsächlich total unauffällig, wenn wir hier in die Tür reingehen, wenn der Typ nicht guckt. Okay, kann man jetzt so oder so sehen. Fürs Spiel ist es ganz okay, aber... Klar, kein Problem. Ich glaube, wir sind uns einig, dass jeder normale Mensch hier die Person gesehen hätte. Aber jetzt werden wir erstmal diesen Kran runterfallen lassen. Können wir noch ein bisschen näher ranzoomen? Ja, können wir. Und wenn ihr solche Aktionen macht, dann seht ihr unten auf dem Boden einen roten Bereich. Und in diesem Bereich seht ihr dann, wo die Personen getroffen werden. In dem Fall werden sie ein wenig geplättet. Sehr schön. Bleib dort, ich komm zu dir. So, dann gucken wir mal weiter. Den Vater treffen hier vorne. Das denke ich, das kriegen wir hin. Und dann war's das. Gut gemacht, Junge. Du kennst das Spiel. Warte, bis ich zurück bin. Ich dachte, ich wäre so weit. Nächstes Mal. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Warum kann ich nicht mitkommen? Gib mir einfach eine Knarre. Eine Knarre, hm? Ich will, dass du den Baum aus 15 Schritt Entfernung triffst. Wenn du das schaffst, bist du bereit für eine Knarre. Bis später, Johnny. Ordentlich, Jungs. Nehmt alles, was glänzt und alles, womit man sich blind saufen kann. Na los, zeigen wir, wer der Boss ist. Scheiße, in Deckung! Hier lang, wir greifen von der Seite an. Verdammt, er hat uns gesehen. Er ist da oben. Schnappt ihn! Lasst ihn nicht entwischen! Ja. Knallt sie ab, Jungs! Ha! Noch einer für Bacon! Lass mir welche übrig! Was hier wohl drin ist? Was sagt mir, dass du nicht zum Fahrkartenstempeln hier bist?
Anscheinend machen wir einen unplanmäßigen Halt. Ich sehe besser nach, was los ist. Ja, und damit willkommen zu Desperados 3. Ich denke, die Tutorial-Mission können wir uns sparen jetzt und da brauchen wir nicht mehr großartig viel zu sagen. Und wie es weitergeht und wie es hier weiterläuft, wir haben ja schon in dem Video einen kurzen Überblick über die Karte gesehen, das seht ihr morgen. Und wie ihr vielleicht auch an dem Bild gesehen habt, dies ist explizit kein angespielt. Also Desperados 3 ist ein weiteres Let's Play auf meinem Kanal, was ich auch bis zum Ende durchspielen werde. Und es kommt immer morgens um 10 ein Video, vielleicht auch passend zur Frühstückspause. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anguckt. Und denkt dran, wenn es euch gefällt, abonnieren und Like nicht vergessen. Und beim nächsten Mal steigen wir dann richtig ein in die Mission. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.